Hey Leute, hier ist Manu aus dem Filmroom zum Start der Weltmeisterschaft der Männer. Ein Play der deutschen Nationalmannschaft, beziehungsweise mehrere Plays aus dem Iversen-Set, mit dem das DBB-Team gerne ein Spiel eröffnet. Und wir gehen rein zum Tip-Off. Dieses Set kennt man bereits von der EM und auch in der WM-Vorbereitung lässt Gordon Herbert diese Plays häufig laufen. Franz Wagner nutzt zwei Crossscreens von Johannes Vogtmann und Daniel Theiss und cuttet zum anderen Flügel. Das ist der Iversen-Cut. Vogtmann als erster Blocksteller tauscht mit Theiss die Seite und folgt Franz für einen Side-Pick-and-Roll, woraus auch ein Ausstieg möglich ist. Hier aber der Querpass auf Dennis Schröder und daraus das Schröder-Theiss-Pick-and-Roll. Und jetzt das Ganze nochmal in normaler Geschwindigkeit und eine weitere Sequenz aus der WM-Vorbereitung. Schröder als Ballhändler kann auch über den Handoff eingesetzt werden. Der Vierer muss nicht zum Side Pick and Roll kommen und kann stattdessen direkt die Ecke besetzen. Oder man geht direkt ins 1-5er Pick and Roll. In einer zweiten Option verzichtet man auf das 1-5er Pick and Roll. Stattdessen orientiert sich der Fünfer, hier Daniel Theiss, nach unten und stellt einen Pindown für einen Werfer, hier an die Obst. In der dritten Option wird nach dem Iversen-Cut des Flügels ein Big aus der Horns-Aufstellung angespielt, hier Daniel Theiss. Andi Obst steht in der Zone und stellt für den anderen Big, hier Vogtmann, einen Backscreen. Das nutzte übrigens auch die Frauennationalmannschaft bei der EM. Hier rotiert Obst zum Ball für den Handoff. Abschluss noch ein Special Play aus dem Spiel gegen die USA. Dort geht der Aufbau Isaac Bonger in den Post und erhält den Ball. Der Iversen-Cutter Franz Wagner rotiert zur Freiwurflinie, stellt einen Cross-Screen für Johannes Thiemann, der curlt, und Franz nutzt dann einen Flare-Screen von Moritz Wagner. Aus der Screen-the-Screen-Aktion ist Franz offen für den Dreier. Das DBB-Team hat das Iversen-Set aus dem EM-Bronzesommer beibehalten. Zu Recht. Das Schröder-Theiss-Pick-and-Roll, Andi Obst off the screen und Franz on- und off-ball als Option. Alles erfolgsversprechend. Das war der Filmroom. Wenn ihr Fragen habt zu diesen Plays oder anderen Spielzügen der deutschen Nationalmannschaft, lasst es mich wissen. Auf Instagram, Twitter oder YouTube.